Jo Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Dutch Coaster XXL. Mein Name ist David, ich bin hier heute nach Sevenum gefahren. Sevenum? Ja, weil hier gibt es Doverland und auch in Doverland machen sie Halloween. Doverland, Halloween Night. Schön, dass ihr dabei seid, wir fangen an. So Freunde, willkommen zurück hier im Video. Wir stehen ja jetzt bei der ersten Maze, Maison de la Magie. Ein quasi ein Landhaus, das nachgebaut ist, irgendwo in eine, ja was ist es, ein alter Bauernhof, mitten im Feld. Da sind wir hingefahren, wir haben leider ein bisschen eine technische Störung gehabt. Wir stehen hier schon eine Stunde, aber es lohnt sich gigantisch. Weil diese Maze, wenn man hier drinnen kommt, in der großen, ja was ist es, Scheune, ist echt schon der Hammer. Ich habe natürlich schon ein paar Mal gemacht, ich weiß ein bisschen, was ich so erwartet und ich finde es einfach klasse. Ich drehe das Kamera mal an und zeige euch mal ein bisschen, wie das hier so aussieht, hier in die Scheune. Also wir stehen ja in der Wartebereich und man sieht ja auch oben so die Decke von die Scheune und dann dreht man ein bisschen, da sieht man hier die komplette Kulisse, die man hier gebaut hat und das Landhaus so nachgemacht hat. Oskar Bendula, der hier lebt, der alte Magiker von Toverland, der hier lebt, gelebt hat. Und jetzt seine Gäste, herzlich willkommen heißen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ich freue mich drauf. Aber ich weiß schon, dass es eine sehr gute Maze ist. Und ich hoffe, dass sie sich eigentlich nur ein bisschen verbessert hat mit letztes Jahr. Ja, wir gehen mal rein. Maison de la Magie. Die genauen. Ja, Freunde, heute bin ich auch nicht alleine im Park. Ich habe hier jemand dabei. Hi. Sepp, den kennen wir noch. Du warst schon mal öfter in Doverland zusammen. Öfter einmal war wir. 24 einmal. Da hast du die Jahreskarte bekommen. Richtig. Und jetzt hast du sie, heute hast du sie gebraucht. Definitiv. Super cool. Wir machen heute zusammen mal Halloween hier. Ich hab richtig Bock drauf. Sepp hat Bock drauf. Dicke Daumen hoch. Jetzt erstmal La Maison de la... La Magie. Magie. Los geht's. Das ist das Ding, was wir haben müssen. Das wir nie vergessen. Also wir kommen gerade aus der Maze. Maison de la Magie. Ich wechsle das immer. Magie de la Maison, das ist ein bisschen komisch. Was hältst du davon? Ich weiß, das zweite Mal, ja. Das erste Mal hatte ich weibliche Begleitung, da war ich mehr der Prellbock. Jetzt konnte ich es mehr genießen und fand es fand schon sehr, sehr toll. Also die ganze Geschichte dahin zu fahren, du weißt ja nicht, was passiert. Du gehst raus aus dem Park und kommst dann in diesen Bauernhof, der wo auf einmal zu einer Maze wird. Richtig cool. Ja, finde ich auch. Ich finde es auch echt cool von drinnen gemacht. Von draußen ahnst du nicht, was drinnen passiert. Absolut. Mega cool. Die ganze Story, wenn du anfangs durch dieses Haus, glaube ich, von dem Magier warst. Ja, ich weiß es nochmal. Oskar Bendula. Oskar Peniscola. Kleine Pommes, kannst du für die Kipcorn. Kipcorn. Zwischendurch. Und also, wie gesagt, super geil. Aber wenn man dann durch diese Räume geht, da wo du dann diese Blubberkästen hast, wie auch, was auch immer da gemacht wird. Ja. Und es stinkt so richtig nur nach Kuhpisse. Ja, ja, das schön. Ist, also merkst du schon, dass du im Stall bist. Ja, aber absolut tolle Base. Also Schluss. Also Schluss finde ich noch am besten, glaube ich. Da wo der Typ vor uns so erschrocken hat. Also diese Maze ist einfach eine Maze, die man nicht erwartet. Und das ist so cool. Das erste Mal, wo man die gemacht hat, also ich habe jetzt auch dreimal gemacht, das erste Mal fährt man hin, man weiß ja gar nicht, was man erwarten kann. Und dann auf einmal steht man da irgendwo in so einem Kuhstall mitten im Feld und sieht man so ein mega cooles aus. Also sehr, sehr cool, ja. Mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und wenn mir das sehr gut gefällt, gebe ich immer einen dicken Daumen nach oben. Dicken Daumen nach oben. Jetzt geben wir uns mal was Holländisches zu essen gönnen. Kleine Pommes. Krassoufflé und Kipcorn. Das ist ganz wichtig, dürfen wir nicht vergessen. Lass uns das mal schmecken und dann gehen wir weiter hier im Park, weil ich habe so richtig, richtig Bock auf die Halloween Nights hier in Doverland. Bock drauf. Und jetzt erstmal Moschi. Von den Scarezones hier gibt es Fiesta de los Muertos, das Fest der Tote. Und irgendwann, es wird die ganze Zeit fröhlich getanzt und jeden ist happy und irgendwann sterben sie. Und wird alles anders sein. In diesem schönen Doverland.
Also hier eine von den besten Maces, die es hier gibt, meiner Meinung nach, hier bei Toverland. Mache ich aber dieses Jahr nicht. Einfach nur, weil ich die Maces mache, die ich echt mega, mega gut finde. Oder die neue Maces, damit ich ein bisschen mehr die Scare Zones und auch das Halloween überhaupt genießen kann. Also, wo ich mich mega drauf freue, steht gleich draußen, das ist Are You Mine. Aber diese Mace verdient einen dicke fetten Daumen. Bist du hier, geh sicher rein, lohnt sich 100%. Wir gehen jetzt nach die Seite, gehen da raus in Richtung Cirque. Hier in die Halle, wo es alles angefangen hat mit das große Toverland, in das Land von Dos, ist eigentlich so eine Zone, wo schon ein bisschen Deko an der Wand hängt und dann die Lampen und egal was. Aber wo es eigentlich so eine Scare, wo man sich nicht erschreckt. Also hier sind keine Scare-Act, das ist keine Scare-Zone, hier ist gar nichts. Einfach nur so wie es ist, wie man es kennt. Und das ist einfach mega, mega cool. Hier muss auf weiter gar nichts rennen. Auch die Kinder müssen irgendwo eine Zone haben, wo es einfach mal chill ist. Wir gehen hier raus und kommen in den Bezirk. Und da ist es anders. Bock drauf. So, wir kommen hier gerade aus Land von Dos, wie ich gerade erklärt habe, eine Zone, wo eigentlich nicht so viel erschreckt wird und das genauso ist, wie wir es kennen. Und da kommt man raus und dann kommt man hier. In den Pumpkin-Garten. In den Pumpkin-Garten, genau. Also, was findest du von der Pumpkin-Garten? Ja, gigantisch. Wie gesagt, ich bin ja in Europa-Park gewöhnt mit sehr, sehr vielen Kürbissen, wo dieses Jahr leider weniger sind, finde ich. Also ja. Aber das ist schon auch irre. Also wirklich, so viel Liebe, so viel... Was er reingesteckt hat. Gestaltung haben, so, ne? An allem, das ist schon sehr, sehr viel für das, dass es ja, sagen wir mal, nur 2 Wochen, 3 Wochen Arbeit ist. Ja, es ist echt schon viel Arbeit. Und was sie hier jedes Jahr hinstellen in der Pumpkin-Garten, also Pumpkin Farm, weiß ich wie es heißt, Kürbissen, Bauernhof, keine Ahnung, ist auf jeden Fall echt schon das Anschauen wert. Also bist du hier, lauf nicht einfach dran vorbei. Das machen viele Leute, habe ich das Gefühl. Ja. Die gehen da von Maze zu Maze und von Scare zu Scare und überschlagen das hier. Hier kannst du auch tags rüber mal reinkommen, einfach. Sehr, sehr schön. Ich zeige ein paar Bilder und wir laufen weiter in Richtung Cirque, ne? Mit einem Bogen von ein paar Clowns. Haha. So, hier der Bereich Cirque, den wir natürlich schon kennen. Normal ist er aber an die andere Seite da, in der Bereich, wo Treu ist. Jetzt steht er quasi da auf der alte Parkplatz. Weil hier ist der alte Eingang, das kann man noch ein bisschen so erkennen. Und hier neben ist der alte Parkplatz und da ist es jetzt gebaut. Ich glaube, dass das sehr, sehr gut ist. Damit kann man das größer machen und auch damit ein bisschen mehr ziehen im Park. Ne? Dass ein bisschen mehr alles verteilt wird. Bin mal gespannt. So, wir gehen rein. Also, Cirque hat sich auf jeden Fall, meiner Meinung nach, mega verbessert. Was sagst du, Sepp? Also, ich muss sagen, also letztes Jahr war toll und ich hab gesagt, schade, dass es nicht mehr so ist, aber es ist viel besser geworden. Also mega, also wirklich mega. Ich denke, dass der Bereich für Treu auch einfach viel zu klein war. Da könnte man das nie schaffen, was man hier jetzt schafft. Wir stehen jetzt die Raupe. Hier haben wir noch so ein Fahrgeschäft. Also was ist das? Für Kinder, so eine Hüpfen. Kinder, hier so eine Cakewalk. Also echt. Mega, mega cool. Die Appelle, also, es ist wirklich ein Zirkusthema mit ein bisschen Kirmes dazwischen. Die alte Oma, die die Karten liest. Genau, also du musst eigentlich auch quasi eine Maze Folge, bevor du dann hier reinkommst, also ein Scare Zone, ein kleines Labyrinth, bevor du da drin bist. Und das macht es schon echt mega, mega cool. Also, ich finde diesen Bereich, ja, da weiß ich nicht sagen, aber viele Male mehr. Genau, also wirklich echt gut. Ja, leider habe ich nicht so ganz viel Zeit und um 21 Uhr habe ich die neue Maze You Are Mine. Ich freue mich drauf, heute selbst ich denke auch drauf. Also definitiv, ab in den Keller. Also, ab in den Keller? Kohlenkeller. Also, sagt man das so? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie man in den Niederlanden sagt. Ab in den Keller. Oh. Wir haben gejagt, also der Bock, da habe ich richtig Bock drauf. Also wir laufen jetzt weiter, gucken mal, ob sie noch so finden. Und ja, machen mal Shots, so plus wir nicht mehr kennen. Ich weiß auch nicht, ich bin ein bisschen überfordert von Zirk. Gefällt mich sehr. Und ich glaube, dass ich irgendwie nochmal zurückkomme, weil ich einfach nochmal mehr sehen will von diesem Bereich. Sehr cool. Bis gleich. Ciao. Oh,
das war Cirque. Mann, oh Mann, oh Mann, was ein Bereich, ey. Also wirklich, das ist mal eine Verbesserung, finde ich. Man kann sich natürlich immer ein bisschen verbessern, aber das war echt schon mega, mega cool. Also wie gesagt, vorher könnte ich da wirklich schon ein paar Stunden verbringen, um mich alles ganz genau anzuschauen, die Raupe tausendmal zu fahren, eine Raupe aus 1913, eine ganz alte Raupe, die natürlich auch so ein bisschen was Mystisches mitnimmt in so, eine, in so ein Halloween-Event. Sehr, sehr cool. Ich laufe jetzt hier durch die Foodstraße und gehe jetzt in Richtung Destroy, wie das jetzt heißt mit Halloween Nights. Schauen wir uns da den ganzen Bereich an und versuchen da nochmal die andere Scarsons auch mitzunehmen, bevor wir dann gleich endlich, und ich bleibe bis heute einfach sage, weil es einfach eine mega coole Maze ist, denke ich, also schätze ich. Man hat da eine ganze Halle neu für gebaut. Also ich glaube schon, dass da was passiert heute, ja. Also, are you mine? Aber erstmal der Rest. Versuche es wirklich zu genießen, was aber schade ist, ist, dass die Zeit eigentlich wieder viel zu kurz ist, wie es immer ist. Ah, Mann, oh Mann, aber wir lassen uns das alles nicht nehmen. Oliebollen. Es ist mal eine leckere holländische Oliebol, weil auch die kann man hier an der Kram holen. Eigentlich in jeder holländische Freizeitpark, wo man geht, hat man so einen Gebackkram und kriegt mal leckere Oliebolle. Wir essen mal eine. Gucken, was Sepp so sagt von den holländischen Ingredienten in der Oliebolle. Na? Sehr geil. Ich wohin schmecke die? Ist das nicht so ein bisschen so wie so ein Schmalzkuchen, aber dann ganz groß? Ja, bei uns in Bayern würde man sagen, eine Auszunge. Eine was? Eine Auszunge. Eine ausgezogene. Eine ausgezogene? Ja, das ist der gleiche Teig, denke ich, und der wird so gezogen. Okay. Deswegen ausgezogen. Ausgezogen heißt das, ja? Also eine ausgezogene, aber da auf Holländisch, in den Ball. Als Ball. Als Ball. Ein ausgezogener Lecker. Ball. Lecker. Das ist wichtig. Dicke Daumen nach oben für einen Oliball. Mmh. Ich auch? Ich nehme auch eine. Guten Appetit! Das war Destroy, also das Themengebiet, muss ich sagen, Scare Zone, wo normal treu liegt. Und das ist jedes Jahr eigentlich schon irgendwie cool, aber sehr klein und immer das Gleiche. Aber trotzdem sind die Schreckmomente da, cool ist die Show da, was sie machen, die kurze Show, was sie da machen, sehr, sehr cool. Und hat es mir wieder sehr, sehr gut gefallen, ja. Also Destroy, ganz ehrlich, gehört einfach auch ein bisschen zu Toverland, genauso wie Treu zu Toverland gehört. Wir sind jetzt hier bei Port Laguna, ja. Es ist ein bisschen wenig Zeit und das ist immer so und ich verstehe nicht, wie das kommt. Einfach nur, weil ich so viele Sachen sehe und überall viel zu lange stehe und filme und tue, ja. Aber ich genieße es so mega, mega doll. Das Halloween-Saison hat wieder angefangen. Letzte Woche im Moviepark, jetzt sind wir hier in Toverland. Es ist einfach der Hammer. Wir laufen in Richtung You Are Mine, das ist die neue Maze, die wir machen gleich in die mega große Halle, die sie extra gebaut haben. Und ich hoffe, dass wir danach noch ein paar Scare-Solos mitnehmen können, weil das wäre natürlich mega, mega cool, wenn wir noch ein bisschen was mehr vom Park sehen. Ja, wir gehen jetzt erstmal an die andere Seite von Port Laguna, wo der Eingang ist von You Are Mine. Also Freunde, und denk mal dran, bist du noch nicht abonniert auf Dutch Coaster XXL, dann mach das mal, weil wir haben einen Mega-Gewinn, den wir weggeben, weil wir 500 Abonnenten erreicht haben. Du kannst 2 Nächte nach dem Preston Palace All-Inclusive Hotel in den Niederlanden, wenn du dich abonnierst auf meinen Kanal und dann hier unten zu Dutch Coaster XXL@hotmail.com mal kurz eine Mail schreibst mit deinem Namen, mit wer du gehen möchtest und warum ausgerechnet du das machen möchtest. Nächste Woche, wenn ich im Walibi Fight Night bin, würde ich dann den Winner bekannt geben und einer von euch geht dann 2 Nächte nach Preston Palace. So, das zwischendurch und jetzt ganz schnell nach Are You Mine? Nee, You Are Mine. So, wir sind dann doch nochmal ein bisschen umgelaufen, weil wir noch ein bisschen Zeit hätten. Wir hätten noch eine Viertelstunde, bevor die Maze angefangen hat, und sind dann mal durch 2 Scare Zones gegangen. Frozen und, sagen wir schnell, Shadows of the Sea.
auch eine Maze, die mich hier, also ein Scares, und dem ich sehr, sehr gut gefällt. Schätze, dass sie, nicht weil sie so mega besonder ist oder so, aber weil die Scare-Eggs einfach sehr schön aussehen, ja. Ganz ehrlich, bei mir sieht immer alles sehr, sehr gut aus, weil mir gefällt das Halloween einfach total. Muss schon viel passieren, wenn ich dann sage, dass ich es nicht mag. Ja. Jetzt die neue Maze. Wie gesagt, eine ganz große Halle habe ich sie hier bauen lassen, nur an alleine für diese Maze. Und das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Und meistens wird es irgendwie so gebaut in die Freizeitparks, auf Plätze, die sie schon haben, oder Fahrgeschäfte, die umgebaut werden. Denk zum Beispiel an Chupacabra, ein Moviepark. Wird einfach umgebaut nach Maze, ist aber eigentlich ein normales Fahrgeschäft. Normal. Hier wird aber eine komplette Halle hingestellt und das finde ich mega, mega cool. Ja, ich bin gespannt, die Halle noch bleibt, die Maze gefällt und was wir so erwarten können. Eine lange Warteschleife, das schon. Also ich glaube, das wird ein bisschen anstehen. Und wir haben noch eine Maze, die ist um 22 Uhr und das ist The Witches Forest. Also ja, würde schon sehen. Ich habe auf jeden Fall mega, mega, mega viel Bock auf diese neue Maze, die sich tief, tief in der Erde abspielt. Ja, Freunde, so wie das öfter mal passiert, wenn gerade was neu geöffnet worden ist, so wie hier die Maze, ist ein Tag voll Störungen. Wir hätten die Maze jetzt gebucht um 21 Uhr, aber ich habe gerade da vorne mit der Kerl gesprochen, das wird doch ein bisschen länger dauern. Also vielleicht ist das ein bisschen Pech. Die letzte Maze, die wir heute sehen. Der Park ist mit 23 Uhr geöffnet, es ist 21 Uhr, ich bin gespannt, wann wir dann endlich in die neue Maze gewesen sind. Ja. In der Zwischenzeit kann ich euch auf jeden Fall schon mal glücklich machen mit ein paar coole Ausschnitte von den zwei Scare Zones, wo wir gerade eben noch waren. Also viel Spaß und hoffentlich bis gleich in der Maze. So, das war die Maze, ne? Ja, sehr geile Maze, überraschend. Sehr cool, also sehr schön angekleidet, ein bisschen gewartet leider. Ein bisschen lange gewartet, aber auch kein Problem. Nein, an sich nicht. Irrsinn, was man extra baut für so eine Maze, ne? Das muss man auch sagen. Der Hammer. Eine also ganze Halle mit dem Museum und alles. Also wirklich, wenn du da reinkommst, wir waren sogar mit einem Holländer drin, der hat mich gefragt, ob das tatsächlich ein Museum ist. Also so sieht es auch wirklich aus, ne? Sehr real alles, auch die ganze Sache mit dem Aufzug und so. Ja, echt. Wir wollen das jetzt mit Spoilern, oder? Aber nee, Spoiler machen wir nicht aus, viele muss es einfach sehen. Also, Schreckmomenten? Ja, zwei, drei. Aber zu wenig. Ja, zu wenig also, für diese Maze. Kann mehr passieren, vielleicht kommt da noch mehr, es ist der erste Tag. Ja, genau, das ist es auch. Also alles alle mal Schuss, ne? Genau. Sie müssen noch ein bisschen wachsen da drin, glaube ich. Jeder muss noch ein bisschen eingespielt werden. Im Großen und Ganzen, der Ankleidung von diesem Maze, ja. Das. Also dicke Daumen nach oben. Ja, also wirklich dicke Daumen oben. Der Rest wird schon aber auf jeden Fall machen. Ja, also 100%. Nicht skippen, machen. Jetzt gehen wir nach Witches Forest. Weil, oder wie heißt das? Witches. Witches Forest. Witches Forest habe ich gesagt. 100%. Witches Forest. Da gehen wir jetzt hin. Und dann hoffen wir, dass wir vielleicht ein bisschen Feuerwerk mitbekommen, weil eigentlich, ja, hätten wir schon alles ein bisschen schneller durchhaben müssen. Aber leider, ein paar Störungen. Wir hatten Störungsprobleme heute. Ja, heute war echt nur der Tag für die Störungen. Aber gut, wir haben das Schönste und das Beste mitbekommen. Witches Forest und dann Feuerwerk hoffentlich und sonst einfach nur Finale. Finale, genau. Erstmal im Wald rein jetzt. Jo. Wo wer da geht. Pixarus. Wow.
für Nächte mir nach der Arbeit noch sitzen sind. So, Sepp. Du hast die letzte Maze gekommen gerade, aber der Feuerwehrgeber angeschaut. Was fandest du von The Witches mit W? Forest? The Witches Forest. Wie letztes Jahr leider sehr enttäuschend, weil die Maze wäre mega geil. Ja, die Maze ist mega geil. Also sie schicken zu viele Leute durch und die Leute bleiben leider einfach stehen. Die Erschreckmomente gehen damit kaputt. Ja, definitiv. Also ich habe mich trotzdem ein paar Mal erschrocken, aber das kommt dann auch, weil echt gewartet wird durch die Actors. Ja. Aber wenn sie nicht warten, siehst du eigentlich, was passiert. Und muss einfach nur eben schnell durchrennen. Irgendwie, ja, doof. Wie ich dir gesagt habe, in der Maze schon, wäre gar nicht so schlecht, wenn du deinen Fokus ja auf irgendwas hast, was sie gebaut haben. Dann haben die ja neue Sachen reingebaut auch. Genau. Dass dann vielleicht von links, von der anderen Seite der Erschrecker kommt, das wäre vielleicht also ganz cool. Das ist ja aber ein paar Meter weiter dann auch passiert. Ne? Ja, stimmt. Aber da, wo es wirklich stand, passiert es leider nicht. Aber trotzdem ist die Maze eigentlich sehr, sehr schön. Die hat schon echt viel Potenzial. Hat vielleicht mal eine Idee, um auch mal eine Mitarbeiter mit reinzuschicken. Dann hast du vielleicht 10 Mitarbeiter, die ständig rumrennen, aber dann hast du immer die Lücke und hast du immer deinen, ja, Wert vom Geld. Ja, auch ein paar so ganz coole Überraschungen, wo das aus dem Kessel rausspritzt und so. Ja, genau. Auch ganz cool. Ja, sicher. Ist sowieso, ich finde, es eine coole Maze. Feuerwerk. Feuerwerk war toll. Feuerwerk war super, fand ich. Also passt auch zu so einem Event, gehört dazu. Auch schön mit der Musik untermalt, das war wirklich gut. Ja, war eigentlich eine Show. Nicht nur mal eben ein bisschen Feuerwerk rein, ne, war einfach eine tutti kompletti Show. Ja, Mann, oh Mann, ist der Tag schon wieder vorbei. Schade. Ich fand es wirklich schön, dass du da warst. Ja, so jetzt. Echt mega, mega cool. Müssen wir irgendwann schneller von machen, wenn du zurückkommst von deiner großen Reise. Nach Orlando komme ich wieder. Freut dich, ne? Ja, definitiv. Verdammte Scheiße. Aber gut, ist wie es ist. Wir gehen dann nach Dramatica. Ist auch mega cool. Also, ja. Dicke Daumen hoch für Dramatica. Also, mega dicke Daumen für Dramatica. Super, super cool. So, Freunde, das war Halloween Nights hier in Toverland. Und ich muss sagen, es war ein mega, mega, mega schöner Tag mit einer mega coolen neuen Maze, wo wir leider ganz lange gewartet haben. Leider ein Tag mit ein paar Störungen, wodurch wir einfach ein paar schöne Sachen nicht sehen könnten, die wir gerne gesehen hätten. Deswegen habe ich spontan entschieden, irgendwann diesen Monat mal zurückzukommen. Ich muss es ein bisschen einplanen, aber ich möchte gerne echt mal den Tag hier in Toverland genießen. Weil wenn man so ein Video schießen möchte oder ganze Maces macht, was wir normal machen, was wir jetzt extra nicht gemacht haben, dann sieht man einfach etwas mehr vom Park und das würde ich echt gerne mal machen. Weil es ist einfach ein wunderschöner Halloween-Event ist hier in Toverland. So, liebe Freunde, bist du noch nicht abonniert, kannst du das noch immer machen. Weil wenn du abonniert bist und du schreibst eine Mail an dutchcoasterxxl@hotmail.com mit deinem Namen, mit wer du der Gewinn zusammen teilen möchtest und warum ausgerechnet du der Gewinn haben sollst, dann machst du noch Chance auf 2 Nächte in das Preston Palace All-Inclusive Hotel in die Niederlande. Ja, also ich würde sagen, bist du nicht abonniert, abonnieren. Hat dir das Video gefallen, dicke fetten Daumen hoch. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für die Zuschauer und sage ich bis nächstes Mal. Bock drauf. Ciao.